Jü, hier machen wir eine kleine Rettungsaktion. Ein bisschen Zuckerwasser und eine Wespe, die es irgendwie geschafft hat zu überwintern. Auf meinem Dachboden. Da. Ja, sehr schön. Da schläft so ein bisschen Zuckerwasser. Und sie läuft weiter. Ein bisschen putzen. Das Einzige, was sie halt noch im Haus hatte, war jetzt nur noch Puderzucker. Ich habe da halt so ein paar Krümelchen Wasser aufgelöst. Eine kleine handelsübliche Spritze genommen, aufgezogen. Diese Wespe, die gerade euch auf dem Dachboden gefunden hat, die das Dach ein bisschen saniert und ein bisschen umgebaut hat, gefunden. Da dachte ich mir so, die rettest du noch. Denn Wespen zählen für mich persönlich zu den Nützlingen. Äußerst faszinierend. Hoch bist du da? Zurück. Also ich habe sie natürlich jetzt nicht direkt auf die Hand genommen. Ich habe es einfach in einem Papprohr heruntergetragen. Und soweit ich gelesen habe, sind Wespen mit den Ameisen verwandt. Ja, ich finde es äußerst faszinierend, die Tiere. Sind ja alles aufgetrunken. Wow. Bis natürlich genau auf der beschissensten Stelle auf einer PET-Flasche. Nicht sehr schön. Aber nun, es lebt. Hier ist normal. Tja, dann würde ich mal sagen, viel Spaß und hoffe, dass Team überlebt.